Freunde, richtig krass, was hier passiert ist. Der grätscht da so rein, alle beschweren sich. Langsam runter! Hey, was soll ich gehen? Was schreist du mich so an? Mann, hey, beruhig, das hier beruhig dich doch! Galatasaray rastet komplett aus, das gibt es doch nicht. Gab es richtig viel Stress noch, die haben diskutiert bis zum Gehtnichtmehr, haben mich angeschnauzt, ein Vater hat mich sogar beleidigt und ich verstehe das einfach nicht. Was geht ab, meine lieben Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Und heute auf jeden Fall mit einem sehr, sehr geilen Video. Und zwar, wisst ihr, habe ich am letzten Wochenende Galatasaray gepfiffen in einem Turnier. Hatte darauf auch, ja, da, oder danach Videos hochgeladen auf TikTok und auch auf Instagram. Diese Videos, die kamen sehr gut bei euch an. Und ihr habt mich gefragt, ey Qualle, kannst du nicht mal zwei Spiele raussuchen von Galatasaray, drauf reagieren und einfach mal, ja, so ein bisschen dein Statement dazu sagen. Das Ganze habe ich jetzt gemacht. Ich habe so einen kleinen Schnitt zusammen gemacht von den beiden Spielen und ich würde sagen, wir reagieren mal zusammen darauf und ich bin mal echt gespannt, was jetzt hier im Spiel so passiert und ich würde mal sagen, wir labern nicht mal so lange und wir gehen sofort rein. So Freunde, hier ist das ganze Video. Erstmal ganz, ganz kurz nochmal dazu. Wir waren in Köln und ich hatte in der Straßenkicker-Base ein Turnier gepfiffen. Dort waren einige Mannschaften dabei, wie Wien Wiesbaden, wie Kaiserslautern, wie Galatasaray, aber auch die Mannschaft von Lukas Podolski. Und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Video. Das erste Spiel von Kaiserslautern von Galatasaray war dann gegen Kaiserslautern. Und ich muss wirklich sagen, auf diesem kleinen Feld, da gab es so viel Körperkontakt, so viel Zweikämpfe, das kann man hier einfach erkennen. Das war nicht mehr normal. Hier, ihr könnt sehen, ne, da wurde sich gezogen bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe dort auf Freistoß entschieden, was natürlich ganz klar war. Aber es war echt krass, was dort teilweise abging. Hier, ihr seht, guckt ihr das an, der zieht ihn da quasi schon runter. Auch die Torhüter eine super gute Leistung gemacht. Also es war echt krass. Und hier kommen wir dann zu der ersten Aktion. Jetzt gleich, wo dann glaube ich auch das, jetzt kommt erstmal das hier, ja, wir haben gespielt, dass oben der Ball gegenkommen darf, gegen die Decke, dass das nicht abgepfiffen wird, das hat man so laufen lassen, hier habe ich abgepfiffen, weil davor, ich kann es euch einmal ganz, ganz kurz zeigen, ich habe das hier abgepfiffen, ihr könnt es jetzt hier sehen, der eine schubst ihn weg, die Nummer 9, schubst da die Nummer 6 weg, ich kann es nochmal zeigen hier. Arm geht raus, er wollte zum Ball hin. Ich habe Vorteil laufen lassen, der Ball ist weg, also pfeife ich das ganze Ding ab. Ich denke mal, damit kann man auch leben. Und dann gab es auch Freistoß. Genau, die nächste Aktion war dann hier Galatasaray. Ich sehe euch das an, guckt euch das an, guckt euch das bitte an. Das war richtig krass. Und dann kommen wir zu dem ersten Freistoß, wo es Diskussionsbedarf gab. Und zwar kann man hier erkennen, dass es ein sehr robuster Zweikampf zwischen beiden Spielern war. Man erkennt es hier, ne? Beide ziehen sich, beide, ich sage immer gerne, haben sich lieb. Dann war der Galatasaray-Spieler vorbei und der Kaiserslautern-Spieler bringt ihn halt zu Fall. Freistoß, ganz klar, muss ich abpfeifen. Und das Ganze habe ich dann auch in der Aktion oder in der Situation auch gemacht. Und dann gab es hier auch einen Freistoß für Galatasaray. Genau, hier ist dann auch fast das Tor passiert. Aber dann stand es doch noch 6 Minuten, immer noch 0:0. Und dann nächste Aktion, richtig starke Parade hier vom Torwart von Kaiserslautern. Man erkennt gerade nicht so ganz viel. Und dann kam das 1:0 für Galatasaray. Freude war groß. Sehr, sehr stark gemacht. Schönes Tor in die kurze Ecke, in die Torwart-Ecke. Und so schnell stand es dann auch 1:0. Und nicht lange hat es gedauert. Und dann gab es auch schon das zweite Tor. Nachdem es hier eine super gute Finte in die Mitte gab, hat dann der Galatasaray-Spieler auch das 2:0 gemacht. Und ja, so schnell kann man ein Spiel auch auf seine Seite ziehen. Ehre, mein Vater. Das habe ich gar nicht gesehen. Gucke ich das mal an. Voll der coole Typ hier. Warte mal. Hier hinten. Moin, was geht ab? Voll geil. Genau. Dann nächste Aktion. Man hat gemerkt, dass die Torhüter immer gerne mitgespielt haben, so wie hier in der Aktion. Und so hat nämlich Kaiserslautern hier den Anschlusstreffer gemacht. Man erkennt das nicht genau, aber der Torwart hat tatsächlich hier eine Vorlage gemacht für den Einspieler von Kaiserslautern. Und der hat dann das Anschlusstor gemacht für Kaiserslautern. Und dann ging es auch direkt wieder weiter mit Galatasaray. Der Ball wird nach vorne gespielt. Torwart kommt gut raus, muss sich nicht abpfeifen, weil der Galatasaray-Spieler geht dort selber rein, ne? Nimmt das selbst im Korb. Torwart, das war Torwart-Ecke. So, jetzt kommen wir zu der Situation. Und zwar langer Ball von hinten vom Torwart, der nach vorne gespielt wurde. Und tatsächlich gesehen, ist jetzt kein Spaß, wollte ich zuerst auf Elfmeter entscheiden. Man erkennt sie, es war innerhalb. Das Ding war aber, der Kaiserslautern-Spieler hat sich so schnell den Ball genommen. War außerhalb. Hat dann den Ball gespielt und hat dann einfach direkt weitergezockt. Und dann dachte ich, okay, komm, lässt es weiterlaufen. Ding war gegessen. Ja, genau. Chance war da auch hier vertan. Der Ball wurde auch mal echt nach oben gespielt. Und dann gab es hier so einen Fehler von Galatasaray, vom Torwart.
Kaiserslautern hat immer wieder hier versucht, irgendwie aufs Tor zu schießen, ein Tor zu machen. Es wurde sehr viel mit dem Kopf gespielt. Und dann gab es hier tatsächlich dann das Tunneltor und dann stand es 3:1 für Galatasaray. Man muss schon sagen, Gala hat echt ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt. Die waren echt top. Ja. Und dann auch hier wieder top pariert und dann, guckt ihr das an, zack, zack, der Ball wollte einfach nicht rein. Ja, der hätte es fast 4:1 gestanden, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Und auch in der nächsten Aktion wieder unfassbar stark gehalten vom Torwart von Kaiserslautern. Genau, und dann war das Spiel auch schon vorbei. Das war das Spiel, wo ich schon gemerkt habe, okay, hier geht's heute ein bisschen ab. Kaiserslautern hat sich sehr gut geschlagen gegen Galatasaray, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zu dem Spiel rein, wo es ziemlich abging. Und zwar war das das Spiel Kaiserslautern gegen Wiesbaden. Man muss dazu sagen, Wiesbaden hatte eine sehr interessante Taktik und diese Taktik hieß Ballbesitz. Immer über hinten rumspielen. Das hat hier nicht funktioniert. Und so hat Galatasaray dann direkt auch das 1:0 gemacht. Also ich habe eine Szene mit eingebaut, das zeige ich euch gleich mal ganz, ganz kurz, wie das dort abging. Weil Wiesbaden hat den Ball teilweise einfach 5 oder 10 Minuten lang, nicht 10, also 5 Minuten lang hinten rumspielen lassen und hat einfach die ganze Zeit nur gewartet. Zack, nächster Schuss, krasse Parade hier vom Galatasaray-Torwart. Habe ich auch einen Freischuss abgepfiffen, weil der Galatasaray-Spieler hier gefoult wurde und dann guckt ihr das Tor an. Haut er den Ball Volley ins Eck rein, wir gucken nochmal ganz kurz drauf. Ball wird rüber gespielt, Nummer 18, erstmal Foulspiel, jetzt Ball wird rüber gespielt, zack, einmal angenommen und bam, boah, das war ein krasses Tor, richtig krasses Tor. Ja, und so startet dann 1:1 und dann nächste Aktion, krass gehalten vom Torwart, aber Ball kam durch und dann direkt 30 Sekunden später 2:1 für Wien Wiesbaden. Ja, so schnell kann das gehen im Fußball, nächste Aktion, Torwart kommt hier raus, kommt nicht ganz am Ball dran, hält den Galatasaray-Spieler ein bisschen fest, geht aber immer noch weiter. Und dann stand das hier 2:2, also es ging sehr, sehr schnell hier hin und her. Und ich glaube, jetzt müsste gleich die Szene kommen. Genau, guckt euch das bitte an. Es ging ungelungen 2, 3, 4, 5 Minuten lang ganze Zeit nur so. Der Ball wurde nur hinten rumgespielt. Ich weiß nicht, ob das so die neue Taktik ist, aber es ging die ganze Zeit lang so. Und irgendwann ist dann das passiert, was wir gleich sehen können. Und zwar, dann hat der Torwart gedacht, okay, jetzt spielen wir nach vorne. Erkennt man nämlich jetzt. Jetzt gab es irgendwie so eine Taktik, eine Formation, denn es ging nach vorne, Ball wird einmal nach vorne gespielt, Ball wird dahin gespielt, nochmal zum Torwart, dann guckt der Torwart nochmal ganz kurz, okay, wo kann der Ball hingehen, passt den Ball nach oben, zack, zack, zack. Wiesbaden hat sich die ganze Zeit zugespielt hinten und irgendwann mal haben sie dann einfach gesagt, okay, jetzt gehen wir nach vorne, dann sind sie nach vorne gegangen mit dem Ball und zack, Tor, also es war richtig krass. Nächste Aktion hier unten, man sieht es ein bisschen bei Galatasaray, schubsen sich ein bisschen. Ja, der eine hat den Ball unten am Fuß. Ich habe es einfach weiterlaufen lassen, weil war alles super. War alles entspannt. Auch da alles entspannt. Schubsen sich so ein bisschen weg, aber auch alles cool. Auch hier einfach weiterlaufen lassen. Und dann habe ich, glaube ich, beim letzten abgepfiffen. Genau. Ging es auch direkt weiter. Nächste Aktion. Galatasaray-Torwart spielt den Ball nach vorne und. Oh! Da gab es Diskussion, ob der Ball außerhalb war oder nicht. Für mich war es nicht außerhalb. Von daher war das auch für mich hier auch alles richtig. Ich glaube, jetzt kommt die Szene mit dem Tor. Ich glaube, das kann jetzt sein. Ja, man sieht hier wieder, die lassen den Ball hinten rumlaufen. Und Galatasaray macht richtig Druck. Ah, genau. Und jetzt auf einmal hat Galatasaray wieder das Tor geschossen, weil da hat die Taktik wahrscheinlich so gut funktioniert von Wiesbaden. So, ja, und dann ist das Tor hier ganz schnell gefallen. Galatasaray wieder hier dann im Zumarsch. Und dann gab es hier auch einen Freistoß für Gala. Da ging hinten der Tritt rein von Galatasaray. War auch alles klar. Und dann, hier, ihr könnt sehen, grätschenmäßig war es richtig krass. Also sind hier echt reingegangen, auch hier. Boah, das war heftig, das war richtig heftig. Nächste Aktion hier wieder. Ich glaube, jetzt kommt gleich auch das mit dem Tumult. Da wurde auch mal ein bisschen versucht zu tricksen. Guckt ihr das mal an hier. Richtig heftig. Und da kommt er trotzdem so durch, ne? Also es war echt krass. Gala hat echt ein sehr, 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 sehr starkes Spiel dort gemacht. Genau, nächste Aktion. Einmal unten links aufpassen. Ihr habt es wahrscheinlich kurz gesehen. Ich spule nochmal kurz zurück einmal. Und zwar einmal bitte jetzt unten links aufpassen. Die beiden Spieler hier, die schubsen sich so. Und jetzt gehe ich hin. Und jetzt kommt das, was das Geilste. Ich gehe hin und gebe beiden Spielern eine 2 Minuten Zeitstrafe. Ihr habt es alle gesehen. Beide Spieler haben es gesehen. Problem war, der Galatasaray-Spieler hat einfach nicht wahrnehmen wollen. Und dann kam der Trainer. Also ihr merkt es, der war so aggressiv, hat mich so angeschnauzt bis zum geht nicht mehr. Und ich wollte nur erklären, was gerade passiert ist, aber es hat nichts gebracht. 0,0. Und dann ging es weiter, weiter, weiter. Wir haben diskutiert bis zum geht nicht mehr. Es kamen so viele Leute dazu.
Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, wisst ihr was, macht ihr euer Ding, lasst mich jetzt einfach damit in Frieden. Es war wirklich einfach nur krass und ich fand es unverschämt, dass man nicht mehr vernünftig mit denen sprechen konnte. Und dann kam das, was so schön Karma heißt, und zwar, Wien Wiesbaden lag mit einem Tor hinten und dann machen sie genau das hier. Freistoß und Tor. Und dann gab es auf Deutsch gesagt, wie viele Leute jetzt sagen würden, die Karma-Schelle. Und dann war das Spiel auch vorbei und nach dem Spiel gab es nochmal richtig Tumult und dann wurde richtig viel diskutiert. Der Trainer, richtig ehrenhaft, geht noch zu den Wiesbaden-Spielern hin und sagt dann, kommt runter. Ja, aber danach gab es richtig viel Stress noch. Die haben diskutiert bis zum Gehtnichtmehr, haben mich angeschnauzt, ein Vater hat mich sogar beleidigt und ich verstehe das einfach nicht. Ich wollte eigentlich nichts Böses. Genau, und das war das ganze Ding gewesen. Und ihr könnt mal gerne jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu sagt. Habe ich richtig reagiert? War ich vielleicht zu böse? War ich vielleicht zu nett? Schreibt es einfach gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wechseln wir mal ganz, ganz kurz zu der nächsten Szene rüber. Ja, Freunde, das war jetzt das ganze Video gewesen. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Schreibt bitte jetzt mal, wie gesagt, in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel fandet. Wollt ihr mehr von sowas sehen? Wie fandet ihr auch das Verhalten von Galatasaray? Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und freut euch auf weitere Videos, die in Zukunft noch kommen. Ich schalte ab. Wie heißt es immer so schön? Bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.